Feste Heldburg, Fototour hier in Thüringen. Los geht's! Na, Servusler, und ich hoffe, ihr hört's hallen. Wir sind wieder unterwegs in historischen Gemäuern. Heute im südthürischen Hildburghausen, 20 Kilometer Luftlinie von Coburg entfernt. Die Ortschaft hier hat knapp 3500 Einwohner und hier steht eine richtig schöne Festung. Ein Insider-Tipp, die Feste Heldburg. Und die gucken wir uns heute an. Und das wird großartig, das kann ich jetzt schon sagen. Die Feste Heldburg bietet allerhand wechselhafte Ausstellungen. Hier sind wir jetzt in den Raum. Das ist übrigens der ehemalige Pferdestall. Dort gibt es immer Zeitausstellungen. Und hier geht es jetzt um die Geschichte der Burgen vom Burgenforscher Otto Pieper. Hier in der Zeitausstellung ein Wandbild. Das ist das größte Wandbild, was nicht mehr an einer Wand hängt, ist ca. 500 Jahre alt und stammt aus einer Kirche in Le Mans. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie riesig das ist. Ist leider nicht mehr ganz erhalten. Und jetzt könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, wie man ein Wandbild von einer Wand in Frankreich abbekommt und das Bild hier nach Deutschland, Thüringen, auf die Feste transportiert. Alt trifft neu. Ihr seht hier die Kellergewölbe und die modernen Treppen, die nach oben führen. Ich laufe da Treppen für euch. Ihr wisst, was das heißt. Hier sind wir nun im ersten Stock auf der Feste und ihr seht hier einen Teil der Dauerausstellung. Hier wird gezeigt, wie sich die Burgen entwickelt haben, wie sich die Baustile verändert haben. Und diese Burg hier, die kenne ich sehr gut. Ich habe sie aber nicht erkannt. Es ist tatsächlich die Kaiserburg in Nürnberg. Stelle ich euch mal hier ab. Das hier ist auch ein richtig interessantes Exponat. Hier, es geht hier natürlich auch einiges zu entdecken. Und das sind Schlachtutensilien. Die Burgen damals waren umkämpft. Und das ist ein original erhaltenes Schild, quasi wie bei den Römern. Haben sich da die Soldaten hinter versteckt und sind auf die Burgen marschiert. Die evangelische Kapelle hier auf der Feste. Natürlich könnt ihr auch heiraten. Decke der Kapelle hier und dort die schöne Bestuhlung für euer Fest. Und übrigens, im Zweiten Weltkrieg lag die Feste Heldburg im Grenzgebiet der DDR. 1951 wurde das Schloss durch die Truppen der Sowjetunion ausgeräumt. Und warum ich jetzt hier joggen gehe, hat die ganz einfachere Bewandtnis. Hier befand sich ein Kinderheim, damals zur Zeit in der DDR, und das hier war die Turnhalle direkt hier auf der Feste. Am 7. April 1982 beschädigt übrigens ein Großbrand den französischen Bau hier auf der Feste. Ihr seht hier noch Spuren, das haben die damals alles wieder aufgebaut und renoviert. Und in den Räumen der Dauerausstellungen kann man noch gut erkennen, wie das Feuer gewütet hat. Innenausstattung, Wohnräume, alles wurde vernichtet. Erst 1990 begann im Rahmen einer thüringischen, bayerischen Kooperation die Rettung des französischen Baus. Und seit September 2016 befindet sich hier das Deutsche Burgenmuseum. Und ich finde wirklich, man erkennt noch die prunkvollen Fassaden, die einst hier waren, aber auch Spuren der großen Brandkatastrophe. Gibt es auch was Lustiges zu entdecken? Verschiedene Sprichwörter und deren Herkunft, hier zum Beispiel das Wasser nicht reichen können. Und hier seht ihr Originalexponate, unter anderem einen Löffel. Und wer mir jetzt sagen kann,
was das Sprichwort bedeutet, den Löffel abgeben, der schreibt es in die Kommentare. Ihr habt 5 Sekunden Zeit. Und hier die Auflösung, den Löffel abgeben bedeutet, damals hatte man wirklich nur ein Essbesteck, einen Löffel, den hat man sein ganzes Leben eigentlich behalten. Ihr habt ihn vorhin gesehen als Ausstellungsexponat. Und wenn man gestorben ist, hat sich quasi die Nachkommenschaft den Löffel genommen. Und so hat man den Löffel abgegeben. Jetzt gleich bedeutet, man ist gestorben. Johann Friedrich der Mittlere, finde ich witzig, dass der Mittlere heißt, ließ im Jahre, oder sagen wir mal ab 1560, die feste Heldburg im Renaissance-Stil zur herzoglichen Residenz ausbauen. Hier seht ihr übrigens ein Bett zur damaligen Zeit. Herzog Johann Casimir von Sachsen-Coburg nutzte die Burg übrigens jahrzehntelang als Nebenresidenz und Jagdschloss. Im Jahre 1826 wurde die Heldburg Eigentum des Meininger Herzoghauses. Herzog Georg II. Ließ von 1874 bis 1898 umfassend renovieren und erneuern und bewohnte die Burg sogar selber seiner Frau Helene ab 1877. Helene war übrigens Freifrau von Heldburg und vielleicht hat sie auch damals bei umfassenden Renovierungsarbeiten bei ihrem Mann Georg II. Durchgesetzt, dass die charakteristischen Türme mit den Hauben entstanden sind, die die beeindruckende Silhouette der Burg wiedergeben. Sieht er nun ein Modell des Bauzustandes aus dem Jahre 1660. Der Baustil der Renaissance ist schon sehr gut erkennbar und man kennt ja auch gut, dass es sich bei der Feste um eine mittelalterliche Höhenburg handelt. Die Burg befindet sich auf einem Vulkankegel in einer Höhe von 105 Metern. Der Turm hat übrigens eine Gesamthöhe von 50 Metern und dort oben hat man eine schöne Aussicht über das ganze Land. Von 1926 bis 1945 waren der Titularherzog Georg III. Und seine Frau Clara Maria, geborene Gräfin von Korff, die letzten Besitzer der Feste Heldburg. Die Spuren des Großbrands hier auf der Feste Heldburg sind noch allgegenwärtig. Am 25. Oktober 1994 übernahm die thüringische Gärtenschlösserverwaltung hier die Herrschaft auf der Feste, sage ich jetzt mal so, und setzte die Sanierungsarbeiten fort. Ihr seht mich jetzt hier Pause machen. Kaltgetränk steht übrigens neben euch, hole ich mir gleich. Und hier entsteht übrigens ein schönes Burgcafé, da kann man dann richtig gut Pause machen, Kaffee trinken, vielleicht Mittagessen und die Aussicht über Thüringen genießen. Wenn ihr noch andere Videos anschauen wollt, Burgentouren und so weiter, verlinke ich euch hier eins. Auf jeden Fall sehenswert. Zieht es euch rein und Daumen hoch. Am Eingang übrigens das Kindermaskottchen, die Fledermaus Hupsi. Na, da verwechseln mit Hubert und Staller. Und hier für die Kinder ist übrigens einiges geboten. Es gibt ein großes Spielzimmer in Zusammenarbeit mit Playmobil. Da können die Kleinen ein bisschen spielen. Es gibt eine Bienenwiese mit Imker und es gibt verschiedene Kinderführungen. Auch ein Mutter-Kind-Zimmer. Also für die Kleinen ist hier rundum gesorgt. Auf dem Weg zum Turm nach oben gibt es hier eine schöne Terrasse und natürlich machen wir auch hier ein schönes Foto. Ich nutze jetzt hier die alten Mauern und versuche den Zwiebelturm, der hier vor mir ist, schön in Szene zu setzen. Der Himmel ist schön weiß-blau und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt. Im 12. oder 13. Jahrhundert gegründet wird sie aufgrund ihrer exponierten Lage. Seit dem 14. Jahrhundert übrigens als fränkische Leuchte bezeichnet. Als Pendant übrigens zur fränkischen Krone. Denn in Sichtweite hier
ist Coburg. Das ist Luftlinie 20 Kilometer. Und der Feuerkorb hier unten hatte damals die Aufgabe, die Nachbarungen, quasi die feste Coburg, vor anrückenden Gefahren zu warnen. Hier auf der Feste Heldburg gibt es übrigens noch was Besonderes zu bestaunen. Da gehen wir jetzt dann gleich mal runter. Das ist die Familiengruft hier. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute da gerade unterwegs sind und wie viel da los ist. Deswegen erzähle ich euch jetzt hier schon was und ich nehme natürlich dann die Kamera mit runter und filme das ein bisschen ab für euch. Im Jahre 1940 fiel Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen, der Sohn von Georg III. Und Clara Maria im Zweiten Weltkrieg. Die Familie richtete auf der Feste in beiden Räumen der ehemaligen Silberkammer hier auf der Feste eine Gruft ein, in der Anton Ulrich beigesetzt wurde. Die sowjetischen Truppen, die die Burg bezogen hatten, entfernten 1951 den Sarkophag und beerdigten Anton Ulrich auf dem Friedhof in Heldburg. Dem Wunsch der Familie entsprechend wurde aber die Familiengruft im Jahr 2006 wiederhergestellt. Die Umbettung vom Friedhof auf die Burg fand am 22.02.2006 statt. Die Überführung des 1946 in sowjetische Kriegsgefangenschaft in Nordwestrussland verstorbenen Georg III. Ist übrigens geplant. Ein Sarkophag für ihn wurde auf der Familiengruft bereits bereitgestellt. Am 10. Februar 2010 wurden der Sarg und die Herzurne Reginas von Habsburg ebenfalls in dieser Gruft beigesetzt. Der Sarg ist nach dem Tod ihres Mannes aber nach Wien überführt worden und am 16. Juli 2011 zusammen mit ihm in der Kaisergruft bestattet. Die Herzurne Reginas blieb aber auf der Feste Heldburg. Auch hier auf der Feste Heldburg gibt es natürlich den ein oder anderen richtig guten Fotospot. Und wir sind jetzt hier direkt vor dem Eingang zur Feste. Ihr seht es mal wieder, klassischer Schneemann. Die Kamera ist tief, schön mit dem Gurt stabilisiert. Und wir fotografieren mit dem Weitwinkel richtig schön hoch. Und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt. Das war der Ausflug auf die Feste Heldburg hier im schönen Thüringen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier auf dieser Reise. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft beim Herrn Björn Kilian. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Es hat eine Menge Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Tour. Macht's gut. Ciao.